wird ein richtig schwieriges Spiel. Also Wolfsburg wird hundertprozentig um die europäischen Plätze mitspielen. Das ist ganz klar. Weil so wie sie auftreten, es hat so eine Klarheit und so viel Qualität. Also wir werden nur eine Chance haben, was zu holen in Wolfsburg, wenn wir bei 100% Fokussierung sind und bei 100% Bereitschaft, uns richtig reinzuarbeiten und richtig zu laufen. Das werdet ihr sehen am Samstag, wenn ihr das Spiel seht. Stimmung ist gut, aber die wäre auch gut, wenn man Fünfter wäre. Oder ich weiß, wie viele Punkte das wir haben. Und dann wird die Stimmung auch nicht schlechter. Es kann keine. Also bei uns ist Stimmung naja, wenn wir dreimal hintereinander verlieren, dann ist sie bei mir schlecht und bei den Jungs nicht mehr so gut, aber noch immer noch ziemlich gut. Ich habe immer das Gefühl, bei mir ist dann eigentlich die Stimmung mit Abstand am schlechtesten. Aber vielleicht verstecken es die Jungs. Die kommen so gut miteinander aus. Die gehen dann trotzdem zusammen essen. Auch wenn sie zwei oder dreimal hintereinander verloren haben oder erst recht, da sorgen dann einige dafür. Christian, der Vinci und so, dann werden die ins Auto packt und dann geht man essen. Aber euphorisch sind wir nicht. Wir machen unsere Arbeit und haben keine übermäßige Sorge gehabt jetzt. Das war sehr angenehm. Wir haben so viele Punkte, dass wir schöne Weihnachten feiern konnten, dass es uns gut ging. Ich habe nicht geträumt vor irgendwelche Szenarien, negative. Und die Jungs auch nicht. Aber besonders euphorisch sind wir auch nicht, weil das bringt nichts. Wir sind euphorisch die Stunde nach dem Spiel, wenn wir ein Bundesligaspiel gewonnen haben. Vorher nicht. Das bringt nichts.